So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Und ja, ihr seht richtig. Mal wieder 5 Wundertüten von den brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Megapack Wundertüten für 6 Euro. Ja, ihr wisst, die einen mögen die Wundertüten, die einen nicht. Ich bin auch einer davon, der sie nicht mag. Weil 6 Euro ist ganz schön teuer, ist aber ein guter Einzelpreis, weil es sind 3 Figuren drin, 3 Magazine, also 3 Figuren. Das bedeutet pro Figur 2 Euro. Da stimmt der Preis natürlich wieder. Aber wir hatten schon billigere Wundertüten. Aber es sind Figuren dabei, die eigentlich so keiner mehr braucht. Das ist einfach so. Und deswegen meckere ich immer über diese Wundertüten. Aber ich tue euch ja den Gefallen und mache sie trotzdem auf. So, jetzt sagen viele natürlich, warum? Preis ist doch okay. Hier, Ninja Pack kostet 5 Euro. 1 Euro billiger, sind auch 3 Figuren drin. Aber da sind Figuren drin, zumindest 2 bis 3, die cool sind. Ist natürlich der Einzelpreis viel billiger. Unter 2 Euro sind aber auch 3 Figuren drin. Und davon sind 2 Figuren richtig cool. Besonders die, okay, die habe ich so gut wie nie gezogen. Ihr kennt ja meine ganzen Wundertüten-Videos. Ist natürlich so. Dann gibt es natürlich für 4,50 Euro sind allerdings nur 2 Figuren drin. Ja, jetzt sagen wie viele, dann kostet die einzelne Figur 2,25 Euro. Ja, ist teurer wie die neuere. Aber 3 richtig coole Figuren, wie ich finde. Ist so. Ist natürlich dann wieder etwas hochwertiger, weil hier eine limitierte Karte drin ist. Deswegen meckere ich über die brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Megapack Wundertüten für 6 Euro. Aber ich öffne jetzt endlich mal 5 Wundertüten davon wieder und wir schauen mal, was ich wieder für neue Lego Ninjago Minifiguren finde. Ihr kennt das Ganze ja. Jetzt doch mal die Schere holen, weil sie... Oh, und so, ich habe auch etwas... geht ja schnell auf. Und... Rückseite, bekannt, Vorderseite. Ja, das ist wieder so eine Minifigur. Ihr seht es selber. Ist richtig cool. Davon kann man sich eine Armee vorstellen. Deswegen bin ich jetzt nicht böse, dass sie drin ist. Aber wie gesagt, hier ist der Preis eigentlich auch okay. Pro Figur 2 Euro. Dann stimmt das natürlich. Ah, mein Kai. Kai finde ich immer gut. Habe ich ja so viele schon von. Ihr wisst es ja, habe ich mal euch gezeigt. Aber es gibt auch so viele mit verschiedenen Drucks. Die eine oder andere ist natürlich hochwertiger, teurer, wertvoller, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber, so, dann haben wir auch ein Bösewicht wieder. Ich wollte gerade sagen, ein Bösewicht möchte ich auf jeden Fall in jeder Tüte haben. Ist natürlich, der Druck ist cool. Der Druck ist cool. Die Waffe gefällt mir nicht so dabei, aber der Haarschnitt und der Druck der Figur ist richtig mega. So, jetzt werden wir mal gleich die Tüte. So. Über den Knick drüber weg. Das ist die erste Wundertüte, was ich drin hatte. Jetzt geht es natürlich weiter. Direkt die zweite hinterher. Und wie gesagt, alles, was ich hier erzähle, Lester, Mecker, das ist meine persönliche Meinung. Eure Meinung müsst ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Wie ihr die Wundertüten findet, was ihr davon haltet. Findet ihr die cool? Der Preis okay? All das auf jeden Fall posten, kommentieren, für mich und alle anderen, ist ganz klar. Hier ist der Bösewicht, der viel cooler ist und natürlich eine limitierte Karte. Aber ihr wisst ja, die Lego Star Wars limitierten Karten, die sind leider nicht so hochpreisig geworden. Es macht ja auch nichts. Aber wem die ein oder andere noch fehlt, ist es natürlich cool. Und der Bösewicht ist natürlich besser mit seiner Kette. Also finde ich persönlich besser. Obwohl es fast
Ihr seht es, der gleiche selbe Druck ist, aber ich finde die hier viel interessanter. Auch das ist meine Meinung. So, weil die ja schon älter sind, die Magazine, schmiert das ganze Silikonkleberzeug ganz schön. Aber nichtsdestotrotz, kommen wir jetzt zum dritten. Ah, ja, die 3D-Wackelkarte ist wieder dabei. Und ihr wisst, da gibt es ja so viel verschiedene. Ich habe so euch aber alle mal angeboxt. Aber ihr seht es hier. Naja. Und natürlich wieder jemand anders. So, jetzt packe ich die natürlich mal so ein bisschen anders hin, weil ihr seht es selber, ich habe bis jetzt verschiedene. Kommen wir nun zur dritten Wundertüte. Oh, mal wieder eine Rückseite, schon lange nicht mehr gesehen. Tada, mein Freund, Kai. So. Zweite. Ah, ihr seht schon, ist der mit den ganzen Aufkleber Bösewicht Nummer 1. Der mit der Waffe, die ich nicht so besonders finde. Weiß ich nicht, die passt irgendwie nicht zu die Figur. Dritte Magazin, ihr seht schon von hinten. Hey, ich freue mich, ihn wiederzukriegen. Aber das ist wirklich so eine unscheinbare Figur. Aber davon kann man sich eine richtige coole Armee vorstellen. Bei Ritter war ja bei Römer bei, weil der Haarschnitt, die weißen Haare. Es passt davon richtig viele. Passt es also. Also wegen die Figur bin ich jetzt nicht so böse, weil ich ja gerne Armeen mache. Ihr wisst das ja. Aber nichtsdestotrotz. Hier ist die vierte. Und wir haben, oh, eine Rückseite, die wir zwar kennen, aber seltener sehen. Mein Freund Kai. So. Zweite Magazin. Mal wieder ein eingepacktes. Das bedeutet, limitierte Karte. Doch, finde ich, glaube ich, doch. Und ja, aber hier, er ist natürlich, naja, ihr wisst, Rollschuhfahrer. Bei denen gibt es bitte unten so rote Klocks drin. Ist natürlich richtig witzig, aber was natürlich an dieses Magazin viel, viel besser ist, das ist die limitierte Karte. Ja, der Lego Ninjago Serie 3, die LE21. Da gibt es zwei, oder sogar, ich sag mal drei, aber zwei auf jeden Fall, mit dieser Figur drauf. Einmal so rum, einmal andersrum. Und davon ist eine richtig hochwertig geworden. Richtig teuer. Ihr wisst es vielleicht alle, Booster-Kartensammler-Freunde, davon ist wirklich eine teuer, wertvoll. Deswegen bin ich jetzt nicht böse, dass ich ihn hier drin habe. Weil dafür habe ich eine richtig coole, hochwertige, limitierte Karte. Aber meine Meinung, mein Geschmack. So, jetzt kommen wir zum dritten Magazin. Und ja, perfekt, passt. So, ihr seht schon, welche Figur selten drin ist. So, und jetzt kommen wir natürlich zu die fünfte und letzte Lego Ninjago Mega Pack. Für 6 Euro die 9 Wundertüten. Passt natürlich alles. Auch wenn ich mecker, 6 Euro, ja, der Einzelpreis der Figuren, es stimmt. Aber trotzdem, wir hatten schon mal, ihr habt es gesehen, wo 3 Figuren drin waren, 1 Euro billiger zumindestens. Und da waren coolere Figuren drin. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt die letzte Lego Ninjago Mega Power Pack Wundertüte.
Bisschen zerknittert. Rückseite kennen wir aber. Kumpel Kai. Ist bekannt. Passt. Wunderbar. Zweites Magazin. Ist natürlich auch bekannt. Über die Figur rege ich mich nicht auf. Da kann ich mir mal vorstellen, vielleicht mal euch eine ganze Armee zu zeigen, wie das aussieht, wenn die alle so im Vordergrund, vielleicht noch ein paar Lego-Dinos dabei, dass so Urzeitmenschen sind, weil könnte er auch zugehören mit dem Druck drauf, was so zerfleddert ist. Oder was meint ihr? So, und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Magazin. Aus der Lego Ninjago Megapack Wundertüte für 6 Euro. Und ja, ihr seht es schon, wer da wieder drin ist, da sind die Aufkleber bei. Ein Bösewicht, aber der, den ich eigentlich nicht wollte. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht es jetzt selber, ich habe 5 Wundertüten aufgemacht. Das bedeutet 15 neue Lego Ninjago Minifiguren. Wer immer drin war, ist, passt natürlich. Wirklich, davon Armee kann ich mir so richtig gut vorstellen. Oder was meint ihr? So eine Uhrzeit, ein paar Dinos dabei oder sowas, sieht vielleicht richtig witzig aus. Ich baue mal was vielleicht, wenn ich demnächst mal Zeit habe. Aber wie findet ihr die Figur? So, dann viermal meine Kai. Ist natürlich auch immer dann dabei. Die Figuren könnt ihr immer kriegen. Den Bösewicht Nummer 1 mit der Waffe, ihr seht es selber, ist öfters drinne. Von 5 Wundertüten 3-mal. Das heißt, die Chance, wenn ihr den wollt, passt natürlich perfekt. So, und jetzt kommen wir natürlich zu den Figuren, die seltener drin sind. Ihr habt es gesehen. Wenn ihr den wollt, müsst ihr euch vielleicht ein paar Wundertüten kaufen. Könnt mir mal schreiben, wer den hattet, in welche Wundertüte. Genau wie der weiße, aber den braucht man nicht mehr. Obwohl das mit dem silbernen Kopf es passt. Aber der war in jede andere Lego Ninjago Wundertüte dabei. Genau wie er. Muss man nicht wirklich haben, gab es in jede Wundertüte, die günstiger war. Also nichtsdestotrotz, das sind die selteneren Figuren in der Wundertüte. Besonders aber hier, wo ich finde, kann man eine richtig coole Armee von machen. 2 limitierte Karten, besonders eine etwas hochwertigere oder wertvollere. Aber nichtsdestotrotz, das war es mal wieder über die Wundertüte, wo ich mich am meisten drüber aufrege und mecker. Aber im Endeffekt, der Einzelpreis stimmt. Aber eben, das sind Figuren, naja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ihr schreibt mir jetzt eure. Ich verlinke natürlich irgendetwas von Lego Ninjago unter ein Video. Sicher, bequem ist es immer. Teilweise suche ich auch mal das Günstigste raus, obwohl sich dann viele beschweren von euch. Das haben die schon, das haben die schon, das haben die schon. Vielleicht ein Zwischending werde ich unter ein Video verlinken. Aber das Allerwichtigste ist eure Meinung, eure Kommentare über diese Wundertüte. Und deswegen zählt, was immer im Moment zählt, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann guckt hin und schaut zu.